Zoll machen die Kollegen im Büro momentan. Okay. Morgen früh übernehmen wir die Sendung und fliegen es aus. Haiti steht eigentlich komplett. Und Papiere bekomme ich dann von Ihnen? Papiere bekommen Sie von uns. Genau, einen Ablaufplan auch mit dem Schedule und alles weitere dann morgen. Okay. Holger Zulauf hat es immer eilig und meistens keine Zeit. Er organisiert Spezialtransporte in die ganze Welt. Im Moment eine Hilfslieferung nach Haiti. Zulauf? Ständig klingelt das Telefon des Frankfurter Logistikexperten. Hast du Details? Abu Dhabi heute Abend. Ich bin jetzt hier mit dem Herrn Kroh noch kurz im Gespräch. Und wenn ich Details habe und ein bisschen Bescheid weiß, und dann komme ich direkt auf dich zu. Und dann klären wir, wie wir heute Abend verfahren. Beziehungsweise ruf mich durch, wenn du Neuigkeiten hast. Danke, bis dann, ciao. Herr Kroh, wir haben Medical heute Abend. Also wir werden wahrscheinlich mit unserer Sendung ein bisschen improvisieren müssen. Ich weiß noch nicht genau, was es ist. Kam Medical eben rein, eine Live-Order-Sendung, und kriegt die weiteren Details sofort. Da müssen wir schnell reagieren, wird spontan. Ein medizinischer Notfalltransport. Ob es dabei um Leben oder Tod geht, weiß er noch nicht. Fahren Sie Büro dringend. Wir müssen jetzt die andere Sendung klären und müssen es abholen für heute Abend. Muss alles schnell gehen bei uns. Ne? Koffer schon gepackt? Ich habe immer so eine Notfalltasche im Büro. Hat jeder bei uns, kein Problem. Müsste alles drin sein eigentlich. Das kriegen wir. Bis später. Ciao. Heute wollte der 43-Jährige endlich mal um 18 Uhr Feierabend machen. Stattdessen wartet nun ein eiliger Medikamententransport ins Ausland. Frau und Kinder werden heute mal wieder zu Hause alleine bleiben. Für ihn dagegen beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Gleich 4:30 ist es schon und die Zeit drängt. Er reist diesmal selbst, denn die medizinischen Notfalltransporte gehören zu seinen kompliziertesten Aufgaben. Ist Kühlgut. Kühlgut hat damit zu tun, dass es zeitkritisch ist, dass es weiterverwendet werden kann in dieser Phase, wo es in diesem Temperaturfenster noch drin ist. Deshalb ist es zeitkritisch und deshalb müssen wir halt innerhalb von Minuten, Stunden reagieren und sofort fliegen. Das heißt, wir können auch nicht bis morgen warten, sondern müssen da sehr, sehr schnell reagieren mit allem. Das ist eigentlich so das ganz wichtige Thema. Flüge buchen, Medikamente besorgen und vor allem Nerven behalten. Seine Kelsterbacher Logistikzentrale ist nur 12 Kilometer entfernt. Was mit Abu Dhabi? Kommt ihr mal zusammen? Seine Mitarbeiterinnen haben inzwischen einen befreundeten Notarzt organisiert, der die Medikamente aus Erfurt holen soll. Doch wie kommt er am schnellsten nach Abu Dhabi? Genau, Flüge habe ich schon soweit geblockt. Also okay. Auf die Etihad heute Abend nach Abu Dhabi, 22.10 Uhr, denke, das sollte klappen. Okay, was ist mit dem Arzt? Der Arzt ist unterwegs und er ist so gegen 7:15 dort und probiert dann um 7:30 wieder loszufahren, damit er rechtzeitig um 10 wieder da ist. Das kommt aus dem Labor in Erfurt? Ja. 7:30, 2,5 Stunden, oder Erfurt? Ja, genau, und dann ist er wieder um 7:30 hier. Wenn die Maschine, wann geht die Maschine? 22.10. Das wird knapp. Haben wir ein Backup? Ich habe aber noch die Alternative auf der Condor nach Bahrain. 23:50 Uhr heute Abend. Ich okay. Connect nach Abu Dhabi? Ja, genau. Okay. 23:50 Uhr. Dann stehst du in Kontakt mit dem Arzt? Ja, bin ich. Wie weit ist der momentan? Hat der Stau? Nee, er hat gesagt, wenn es soweit ist, sieht ganz gut aus. Und wenn er Glück hat, wird, wie gesagt, 7:30 Uhr los. Und dann okay. Wird knapp. Herr Zulauf, ich wäre jetzt ein bisschen nervös an Ihrer Stelle. Das ist normal. Also wir haben ja ein Backup, ist ja kein Problem. 22.10 Uhr, der Flieger ist die eine Möglichkeit, die wir haben. Wenn wir es schaffen und er weiß, wo das Gaspedal ist, dann finden wir den Weg. Wenn er es nicht weiß, und dann müssen wir auf die spätere Maschine gehen. Heute kommen wir auf jeden Fall noch raus. Beide Maschinen sind vakant, beide sind gebucht und dann müssen wir halt gucken, was wir nehmen von beiden. Entscheiden werden wir das, denke ich mal, eine Dreiviertelstunde vorher. Als Logistikunternehmen können Sie die Tickets auch kurzfristig noch kostenlos stornieren. Sandy kann deshalb auf beiden Maschinen Plätze für ihren Chef reservieren. Holger Zulauf hat sein Unternehmen vor 15 Jahren gegründet, mit einem einzigen Mitarbeiter. Heute arbeiten allein über 80 Kuriere für die Firma weltweit. Für viele Autokonzerne, Fluglinien und die Pharmaindustrie ist er der Retter in der Not. Wenn irgendwo was fehlt, bringt er es dorthin, oft noch am selben Tag. Ständig studiert auch er Flugpläne, schaut, ob es nicht doch noch irgendwie eine schnellere Verbindung nach Abu Dhabi gibt. Doch das größte Problem ist im Augenblick der Feierabendverkehr auf der A5. Hallo, na, wo sind Sie? Judy telefoniert mit dem Notarzt. Das heißt, wie lange brauchen Sie denn noch, Dr. Meister? Okay, alles klar, dann gebe ich das so weiter. Dann habe ich das erstmal aufgeschrieben, so 1945. Und, hat sich jetzt schon was ergeben mit dem Doktor? Ja, der hat angerufen, der ist mit dem Navi. Was mir gerade noch einfällt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wo ist mein Pass eigentlich? Ist er noch bei der Botschaft oder ist er mittlerweile wieder hier? Nein. Das Visum ist noch nicht fertig. Den müssen wir ja wohl holen. Bis 18 Uhr. Ja, dann sollten wir den noch holen. Rufst du bitte an, sagst Bescheid, dass ich komme oder wer kann fahren? Nico, fährst du? Du rufst an, du fährst und wir treffen uns später. Bis dann, danke, ciao.
Der Pass ist bei einem Visa-Service und der hat zum Glück heute bis 18 Uhr geöffnet. 2 Stunden später. Hat Nico gut gemacht. Ich habe einen Pass. Hat aus der Botschaft gehört, das China-Visum ist zwar nicht drin, aber ist nicht so tragisch und Pass liegt. Über 80 Länder hat der 43-Jährige in seiner Kurierkarriere schon besucht, alle Kontinente bereist. In Europa fehlt ihm nur noch eine kleine Insel im Norden. Island ist ein Land meiner Träume, denke ich mal. Habe schon sehr viel Positives gehört. Stehe auch auf die nordischen Länder, finde ich auch ganz interessant und ganz nett. Also von daher, Island würde ich sehr gerne noch mal kennenlernen. Dafür geht es jetzt schon zum 3. Mal nach Abu Dhabi. Heute allerdings mit geheimnisvoller Fracht. Das ist ein Serum, medizinisches Serum. Ich darf leider nicht drüber sprechen, was es genau ist. Ist für eine Klinik in Abu Dhabi und das ist der Deal. Der Auftraggeber möchte nicht, dass wir darüber reden. Fast allen seinen Kunden ist es lieber, wenn Holger Zulauf schweigt. Eine Art internationaler Geheimdienst, das ist es, was ihn reizt. Na gut, wir machen Notfalllogistik. Und es ist natürlich so, dass wenn wir gerufen werden, oftmals auch andere Leute irgendwo Mist gemacht haben, dass andere Leute verursacht haben, dass irgendwelche Sachen liegen geblieben sind. Und das ist natürlich manchen Leuten ein bisschen peinlich. Schnell und unauffällig erledigt er auch den brisantesten Auftrag und verdient nicht schlecht dabei. In den ersten Jahren war er fast nie zu Hause, immer unterwegs. Inzwischen übernimmt er als Chef nur noch die ganz besonderen Fälle. Trotzdem, zuverlässig planen mit der Familie ist immer noch schwierig. Geregelte Arbeitszeiten kennt er nicht. Dankeschön. Ciao, Mensch. Tschüss. Ciao. Klappt ja? Ich denke, es wird klappen, aber für die spätere Maschine. Ich habe mit dem Dr. Meister noch mal telefoniert. Der stand auf der A4 im Stau. Die 22-Uhr-Maschine haben wir nicht bekommen, aber wenn jetzt alles gut läuft, dann müsste er kurz vor 11 da sein und dann sagt man 23.50 Uhr bekommen. Sollte hinhauen. Jetzt wird er doch nervös. Wenn er die 23.50 Uhr-Maschine auch noch verpasst, wird er zu spät in Abu Dhabi ankommen. Und dann vielleicht einen wichtigen Auftraggeber wieder verlieren. 20 Minuten später vor seiner Logistikzentrale in Kelsterbach. Zulauf hat den Wagen direkt vor seinem Büro geparkt. Jetzt hier, vom Büro. Es ist 21:45 Uhr und wie vermutet, kriegen wir es leider Gottes die Etihad wohl nicht mehr. Weil bis wir draußen sind am Flughafen, ist es Minimum 10 Uhr. Und dann wird es zu spät, um den Flieger zu kriegen. Check-in-Zeit ist vorbei. Und die ist pünktlich, hat angerufen von unterwegs und da wird nichts mehr gehen. Jetzt brauchen wir nur noch den lieben Herrn Doktor. Hier kommt. Aber wann? Da kommt er. Der Medikamentenkurier Dr. Meister arbeitet schon lange für Holger Zulauf und kennt solche Notsituationen gut. Und ein wenig Glück gehört auch immer dazu. Hallo, Holger. Hey, servus. Hat ewig gedauert beim Mordsverkehr auf der A4. Und ich weiß, du hast ja mit Julie vorhin telefoniert. Ja, ja, ja. Und dann musst du noch, die haben alles drum und dran. Ich muss also noch weiterfahren, aber okay. Alles drin. Ja? Sehr gut. Trockeneis drin? Trockeneis drin. Maximal 2,5 Kilo? Hält okay. Lange genug. Analog den Papieren? Genau. Hat sich nichts verändert? Hat sich nichts geändert. Gut, Zollvoranmeldung passt somit? Passt. Können wir los. Fährst du uns raus zum Gerd? Ja, klar. Super, alles klar, danke. Ja. Dann los. Ein kleiner Koffer mit gekühlten Medikamenten bringt heute sein Privatleben durcheinander. Eigentlich hätte er die Kinder vom Fußballtraining abholen sollen. Meine Frau sah eben nicht so begeistert aus, als es hieß, ich muss noch mal los. Ja, sie ist es gewohnt. Sie hat mich so kennengelernt, sie hat mich so irgendwann geheiratet und von daher hat sie es auch akzeptiert. Natürlich gibt es Situationen, die stellen wir uns ein bisschen anders vor, aber es ist nicht so, dass ich täglich nur am Fliegen bin. Es gibt natürlich unsere Kuriere, die ständig unterwegs sind, die machen das auch hauptsächlich. Ich fliege besondere Aufträge, kritische Medicals. Wenn ein Kunde mich mal anfordert, dann gibt es so, solche Situationen wie heute, dass ich also da direkt ins Spiel komme, aber normalerweise ist es nicht unbedingt meine Aufgabe und meine Frau akzeptiert und hat jetzt auch mal einen Tag frei von mir. Und der Notarzt hat gleich Feierabend. Er fährt gerne mal für seinen Freund. Abwechslung im Medizineralltag. Mir macht es nach wie vor Spaß. Also macht das jetzt seit 30 Jahren. Also von daher. Es ist immer wieder spannend. Ich bin so ein Adrenalin-Junkie vielleicht auch ein bisschen. Und wenn man weiß, man ist ein Teil der Maschinerie, die da im Gang kommt, um einem zu helfen und hat seinen Job gut gemacht und es geht letztendlich gut aus, dann kann man auch ruhig schlafen, uns geht's dann gut. Du kannst geradeaus durch, brauchst keine Anmeldung. Ich muss nur mal ganz kurz an deinen Kofferraum nochmal.
Im Kofferraum liegt die Sonderzugangsberechtigung für die Cargo City Süd. Als Logistikunternehmen hat Holger Zulauf freien Zutritt zum Frachtbereich des Frankfurter Flughafens. Er ist zwar meistens als Onboard-Kurier unterwegs und transportiert seine Fracht, so wie heute, in kleinen Koffern, direkt in der Kabine, aber für größere Frachten nutzt sein Unternehmen die Lagerhallen hier. Heute ist das ein großer Vorteil. So kann er schneller zum Flugzeug kommen. Die Zeit drängt. Wir müssen über das GATT rein, weil wir die Maschine über den normalen Finger nicht mehr begehen können. Das ist ein Charterflug, den wir haben jetzt als Zubringer bis nach Bahrain. Und die müssen ja 2 Stunden vorher entsprechend eingecheckt sein. Das funktioniert nicht mehr, da sind wir ein bisschen spät dran. Von daher müssen wir jetzt einfach über das General Aviation Terminal. Das unscheinbare Spezialterminal liegt hinter den großen Flugzeughangars, direkt am Vorfeld. Von hier sind es eigentlich nur ein paar Schritte bis zu den Flugzeugen. Den Koffer müssen wir jetzt noch markieren. Perfekt. Okay. Kommst du? Während sich an den normalen Terminals die Reisenden drängeln, herrscht hier jetzt gähnende Leere. Glück für Holger Zulauf und seinen Notarzt. Noch 45 Minuten bis zum Abflug. Genügend Zeit, es sei denn, die Sicherheitskontrolle dauert zu lange. Und wo der Flieger genau steht, weiß er auch noch nicht. Was ist das jetzt hier für ein Bereich? Kommt hier ein normaler Besucher auch hin, ein normaler Tourist? Nee, das General Aviation Terminal, das ist im Prinzip das Terminal für Privatflüge, für VIPs, die abgeholt werden, also Geschäftsreisen oder ähnliches. Also ein reiner Privatterminalbereich im Cargo City, also im südlichen Bereich des Flughafens, hat mit den normalen Terminals nichts zu tun. Jetzt fehlt noch der Spezialaufkleber. Der soll bei der Abfertigung helfen. Er markiert den Koffer als eiligen Medikamententransport. Da haben wir unsere Erlaubnis zu transportieren. Guten Abend. Was haben Sie denn da drin? Wir haben Medicals für ein Klinikum in Abu Dhabi. Sind gekühlt, ist Trockeneis. Dokumentation und Papiere für das Trockeneis ist komplett hier und kann Ihnen vorgelegt werden. Ist angemeldet und Zoll weiß auch Bescheid. Okay, prima. Dann kann das durchleuchtet werden. Meine Sachen dazu. Auch wenn die Papiere in Ordnung sind, wird der Koffer, wie alles andere auch, durchleuchtet. Das schadet ihm nicht. Hauptsache, er muss nicht geöffnet werden. Denn dann gäbe es Probleme mit der Kühlung der Medikamente. Okay, alle. Mach's gut, ne? Wünsche was. Guten Flug, wir sehen uns. Halt die Ohren, morgen. Komm gut zurück, ja? Job, job, und das machen wir. Machen genau. Wir, ne? Wünsche was. Ciao. Tschüss. So, hallo. Mal bitte umdrehen. Also eine gründliche Kontrolle jetzt noch, kurz vorm Händler, ist das auf? Besser gründlich als gar nicht. Schon ordentlich. Der Sicherheitscheck ging schneller als befürchtet. Jetzt aber kommt noch die Zoll- und Passkontrolle. Okay, einmal dieses... Wohin reisen Sie? Abu Dhabi, beziehungsweise momentan nach Bahrain und steigt dann um. Geschäftlich oder... Geschäftlich. Ja, das ist ein bisschen schöneres Wetter als hier. Ist nur ein Tag, lohnt sich auch nicht. Vielen Dank, schönen Abend, tschüss. Tschüss. Danke. Holger Zulauf hat es fast geschafft. Nee. Dann eine beunruhigende Nachricht. Seine Maschine nach Abu Dhabi steht weit weg, auf der anderen Seite des Flughafens. Und dort gehen in diesem Augenblick die Passagiere schon an Bord. Seine Mitarbeiter haben für ihn einen extra Shuttlebus bestellt. Jetzt sind es nur noch knapp 20 Minuten bis zum Abflug. Das steht. Guten Abend. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ist die Maschine schon auf? Bravo 42. Richtig. 1344. Kommt. Genau. Ist sie auf Position schon? Maschine ist on block. Safe, fahren wir los. Immer. Dankeschön. Bereits 7 Stunden sind seit dem ersten Telefonanruf vergangen. Noch liegt alles im Zeitplan. Wie lange brauchen wir bis auf die Position? Oh, circa 10, 15 Minuten von hier aus. Wir ganz außen rumfahren müssen. Ganz schön knapp. Damit die Mitarbeiter informiert sind,
telefoniert Holger Zulauf kurz vor Mitternacht mit Sandy. Sandy, ich nochmal hallo. Nur kurze Information von deiner Seite. Wir sind jetzt übers GAT raus. Bin momentan im Bus auf dem Vorfeld zur Position von dem Flieger. Sich gegenseitig immer zu informieren, gehört zum Erfolgsrezept der Firma. So wissen sie im Büro immer, wo der Kurier gerade ist und können die nächsten Schritte besprechen. Problem könnte sein in Bahrain. Wir haben anderthalb Stunden Zeit. Wir haben Medical dabei. Wir haben zwar die Zolldokumentation, aber man weiß nie genau, wie der Zoll reagiert. Ob die das verstehen, was wir an Dokumentation dabei haben. Die ist auf Englisch. Wir sind im arabischen Land. Ob die das lesen können, ob die es lesen wollen, ist die andere Frage. Und wir müssen unseren Anschlusszug bekommen. Zoll in einem arabischen Land, hilft da auch schon mal die 100-Dollar-Note weiter? In gewissen Ländern vielleicht, im arabischen Land wahrscheinlich eher nicht. Und wir machen hier einen seriösen Job und sollte nicht passieren. Ankunft an der Boeing 757 einer deutschen Ferienfluggesellschaft. Die Passagiere sind bereits an Bord. Alle warten jetzt nur noch auf Holger Zulauf. Hier haben Sie mir eine Treppe hier. Die haben Sie extra für ihn bereitgestellt. Beliebt macht sich der Kurier mit seinen sprichwörtlichen Last-Minute-Einsätzen, bei Piloten und Crews nicht. Die Maschinen müssen pünktlich raus und jede Verzögerung kann die Fluggesellschaft viel Geld kosten. Moment. Nicht jeder Pilot wartet auf verspätete Passagiere. So bleibt immer mal wieder auch ein Kurier zurück am Boden. Perfekt. Doch Holger Zulauf hat es diesmal gerade noch geschafft. Direkt hinter ihm werden die Türen geschlossen. Holger, das war auf dem letzten Drücker jetzt noch in den Flieger. Ja, wir waren gut in der Zeit, aber Maschine ist schon komplett gebordet. Wir waren die Letzten, die jetzt rein sind. Aber Maschine hat keine Verspätung, passt. So. Von den anderen Passagieren ahnt niemand, in welcher geheimen Mission Holger Zulauf heute unterwegs ist. Und was sich in seinem Koffer befindet, das weiß nur der Kurier selbst. Pünktlich um 23.50 Uhr startet Flug DE 1344 Richtung Bahrain. Die Flugzeit beträgt knapp 5 Stunden. Endlich Zeit für ein kurzes Nickerchen. Landeanflug. Am frühen Morgen wird die Maschine in Bahrain aufsetzen. Damit sein Zeitplan nicht durcheinander gerät, muss Holger seine Uhr zunächst um 2, später um eine weitere Stunde vordrehen. Während die meisten Urlauber mit der Maschine entspannt weiter nach Indien fliegen, bleiben dem Kurier jetzt nur 90 Minuten Zeit, um seinen Anschlussflug zu erreichen. Und Holger Zulauf ist beunruhigt. Im Königreich Bahrain kommt es gerade zu Demonstrationen und er befürchtet strengere Kontrollen am Flughafen. Ich würde jetzt die Kamera ausmachen. Wir hatten in den islamischen Ländern Unruhen gehabt die letzten Tage und von daher, das hat man nicht filmen, kann man nicht provozieren. Aber geht weiter jetzt. Eine versteckte Minikamera verfolgt den Weg zum Anschlussflieger nach Abu Dhabi. In Bahrain ist es jetzt 12 Uhr Mittag. Die Passkontrolle ging schnell und durch den Zoll muss er hier glücklicherweise nicht. Als Transitpassagier kann er direkt zum Abfluggate. Mit seinem Büro hat er auch schon telefoniert. Sandy will versuchen, ihm für Abu Dhabi ein Taxi vorzubestellen. Die 60 Minuten Flugzeit nutzt der Kurier für etwas Körperpflege unter extremen Bedingungen. Was extrem blöd ist auf der Toilette, dass du dir den Mund nicht auswaschen kannst und jetzt voll bist mit dieser Zahnpasta. Als Vielflieger mit mehreren 100.000 Meilen hat er sich an solche Situationen immer noch nicht gewöhnt. Landeanflug. Die Kühlung der Medikamente reicht noch mindestens 5 Stunden, vorausgesetzt der arabische Zoll verlangt keine Öffnung des Koffers. Tun sie nicht und kurze Zeit später ist er draußen. Beim Zoll gab es eine kleine Frage, die wollten den Inhalt sehen. Ich habe verneint, weil wegen der Kühlung muss ich aufpassen, dass der Koffer zu bleibt. Die haben anhand der Papiere das aber nachvollziehen können, war in Ordnung soweit. Und von daher durfte ich dann gehen. Waren also 5 Minuten, die mich aufgehalten haben. Okay.
Trotzdem hat es der Frankfurter Kurier jetzt eilig. Die Medikamente wurden der Klinik für 15 Uhr versprochen. Das sind noch knapp 90 Minuten. Ich denke, es ist sehr gut für heute. Bin glücklich, dass es so glatt läuft. Manchmal haben wir ein bisschen mehr Probleme, die vielleicht nicht uns anzulasten sind. Wir hatten letzte Woche Indien gehabt. Da war die letzte Maschine so spät, dass wir einen Anschluss nicht mehr bekommen haben. Da ist einer unserer Kuriere 7 Stunden mit dem Taxi zum Ausliefern gefahren. Geht auch alles. Man muss improvisieren in dem Job. Aber ich denke, jetzt sind wir 1,5 Stunden vor der Zeit. Bis 15 Uhr haben wir gesagt, sind wir in der Klinik. Und wir haben 13:30. Also wir schaffen das alles ganz entspannt. Holger Zulauf ist jetzt seit fast 16 Stunden unterwegs. Sein Auftraggeber lässt sich diesen Transport einiges kosten. Eine solche Auslieferung innerhalb eines Tages kostet schnell um die 5.000 Euro. Dafür garantiert Holger Zulauf Pünktlichkeit. Einen speziellen Fahrdienst braucht er nicht. Mit einem normalen Taxi geht es jetzt am schnellsten. What's your name? My name's Said. Said, I'm Holger. Nice to meet you. So I need to go to the Falcon Clinic. Can you please tell me how far it is from here? I think it's the main road, it's not that far, is that right? Yes, it's 20 kilometers. 20 kilometers? 20 Kilometer, ganz schön weit. So how long do you take? I'm in hurry. 10 minutes. 10 minutes? Yes. For 20 kilometers? Yes, 10 minutes. Okay. No signals, no. All right. Das Ganze in 10 Minuten, auch ohne Ampeln, sportlich. Zeit auch für eine letzte Nachricht an Sandy im Frankfurter Büro. Nur sie steht im Kontakt mit der Klinik und wartet schon darauf, dass er sich bei ihr meldet. Die Ärzte möchten von ihr wissen, wann er ankommt. In dem Taxi zur Klinik und verschreibt mich dauernd. Oh Gott. 13 Uhr. 55, 65 Minuten Zeit. Jetzt sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Fürchterlich hier. Also A, vertippe ich mich dauernd, so wie der fährt. Und zum Zweiten habe ich hier irgendwie schwieriges Netz. Aber wir sind auch mitten in der Pampa, wenn ich hier rausgucke, da ist nur Wüste. Zum Moment alles ein bisschen schwierig, glaube ich. Aber wir sind gut in der Zeit. Ich habe gerade einen Report nach Hause geschrieben, ins Büro, dass sie schon entsprechend avisieren können in der Klinik. Noch 65 Minuten Zeit. Und jetzt versuchen wir das Ganze zu senden. Gut. Oh, was war das? Beim Zustellen dieser E-Mail ist ein Fehler aufgetreten. Ich komme hier nicht raus aus der Nummer. Ach, ich kriege hier kein Netz. Das ist fürchterlich. Das ist fürchterlich. Weil der Wagen piepst, fährt der Fahrer plötzlich rechts ran. What happens? Why do you stop? This is motorway. Why do you stop? Ich will mich gerade auf Barrier. I don't understand Arabic. Was passiert? Da vorne leuchtet eine rote Lampe und der hält an. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Can you tell me what happened? Oh, Scheiße. Was ist mit dem los jetzt hier, mit dem Auto? Do you have enough gas? Yes. Eben noch gut in der Zeit. Jetzt eine Autopanne mitten in der Wüste. Und das ohne funktionierendes Mobilfunknetz. So etwas hat der erfahrene Kurier noch nie erlebt. Okay. Was macht ihr jetzt? Keine Ahnung. Das Ding geht nicht. Der Motor ist aus. Und Sprit hat er noch genug, sagt er. Und den Rest verstehe ich nicht, Arabisch. Holger Zulauf liebt zwar schnelle Autos, aber als Pannenhelfer taugt er hier wenig. So, you have enough gas here, sure? Enough gas, enough petrol, okay, but the problem is in battery, I think. Now this was the red light. Huh? This was the red light in your car. Yes. Okay. So what are we doing now? It is near here. Und da hinten wartet jetzt ein Arzt dringend auf die Medikamente aus Deutschland. And the bridge. And so, the bridge. So how far is it right now from here? Around 5 kilometers. 5 kilometers? Yes. To walk, yes. No, doch die 5 Kilometer durch die Wüste sind Holger zu weit. Yeah, we can stop another taxi, but I'm out of roaming. I cannot send any email. We're standing in nowhere. Okay. So we need to get the car run. Im Armaturenbrett leuchtet eine rote Lampe. Die sagt irgendwie Batterie oder sowas. Ich vermute, es ist eher die Lichtmaschine, die kaputt ist. Er hat jetzt geguckt und
Keine Ahnung, jetzt hat er es wieder an. Ich weiß nicht, vielleicht geht es wieder. Ansonsten holen wir ein neues Taxi. Weil es sind von hier 5 Kilometer noch bis dahin. Und die laufe ich bei der Hitze nicht. Hey, is it running again? Running again. Hey, cool. Okay. It's running again. So, come on. Glück gehabt. Doch jetzt wird es langsam eng. Noch sind die Medikamente gekühlt. Aber während der Panne ist es bei Außentemperaturen um die 35 Grad im Auto ziemlich heiß geworden. Er will deshalb jetzt schnell zur Klinik. Dann hält der Fahrer wieder auf dem Seitenstreifen. Was jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt lang fährt. Auf jeden Fall ist er jetzt rückwärts irgendwie gefahren. Die Autobahn entlang, weil er mir erzählt hat, er hätte die Ausfahrt verpasst. Aber hier steht ein Schild, Falcon Hospital. Das ist scheinbar wirklich in der Pampa. Keine Ahnung. Also dann war das die Ausfahrt, die er verpasst hat, war schon richtig. Und jetzt werden wir wahrscheinlich da hinkommen, wo ich hätte fast zu Fuß laufen müssen. Aus den geplanten 10 Minuten wurde so eben mal eine Dreiviertelstunde. Erst um 14.45 Uhr erreicht Holger Zulauf endlich die Falkenklinik. Nur noch eine Schranke trennt ihn jetzt von seinem Ziel. Hallo. I'm from Germany. My name is Holger Zulauf, Semde Logistics, and I need to go to the hospital. Can you please let me in? You have a visit. Der Pförtner will wissen, ob er einen Termin hat und kontrolliert die Papiere. This is my passport. And this is our company. That's okay. Yeah, that's fine. That's okay. All right. Thank you so much. Welcome. Thank you. Die Falkenklinik von Abu Dhabi ist eine moderne Tierklinik. Hier werden wertvolle Vögel von wohlhabenden Arabern medizinisch versorgt. All right. Jacket, bags, and that's it. All right, thank you so much. Die Falkenklinik wird von der Münchner Tierärztin Dr. Müller geführt, mit der Holger Zulauf jetzt verabredet ist. Hallo. Hallo. Nice to meet you. My name is Holger Zulauf, Semde Logistics. I need to go to Dr. Müller, please. Yes, das haben Sie dann. Thank you. Die deutsche Tierärztin hat das Serum für einen arabischen Auftraggeber in Deutschland bestellt. Thank you. Hallo, guten Tag. Hallo, Herr Zulauf, da sind Sie ja. Das hat ja ganz wunderbar geklappt. Ich habe Ihnen die sehnlichst erwartete Medizin mitgebracht. Perfekt, ich lasse es gleich weitergehen. Perfekt. Prima. Can you take this, please, and take it to the fridge? Okay. Oh, das sind die Falten ja. Sie haben die ja hier direkt im Operationssaal, oder? Das ist der Untersuchungsraum. Ja, das ist der Untersuchungsraum. Und hier haben wir also ganz viele verschiedene Falken. Das sind Falken von unterschiedlichen Besitzern. Und die kommen hier entweder zu einer Routinevorsorge oder einfach auch, wenn sie krank sind und irgendwelche Beschwerden haben, zum Beispiel, dass sie nicht richtig fressen. Okay. Wir machen den Job ja schon sehr lange und wir transportieren alles Mögliche, viel Medizin auch. Aber Falkenklinik habe ich noch nicht gesehen, interessiert mich. Würden Sie mir das ein bisschen zeigen? Ja, gerne. Sehr gerne, freut mich. Prima. Er ist so fasziniert von den Falken, dass es für ihn kaum noch eine Rolle spielt, dass er heute rechtzeitig hier war. Über 6000 Falken werden hier jedes Jahr behandelt. Und vielleicht ist einer der Männer im Wartezimmer ja Holger Zulaufs heimlicher Auftraggeber. Die Tiere, oft mehr als 10.000 Euro wert, genießen hier ein hohes Ansehen. Deshalb leisten sich ihre Besitzer auch so einen teuren Spezialtransport. Was der Medikamententransport am Ende tatsächlich gekostet hat, behält Holger Zulauf für sich. Das ist ein Traum gerade. Das ist wunderschön, weil ich in meinem Leben noch nie auf einem Finger einen kleinen Falken sitzen habe sehen. Und noch dazu einen so hübschen und einen süßen und den auch noch streicheln darf. Das ist eine Schönheit. Du bist auch eine Sie. Ja, natürlich. Wie heißt du? Baby. Baby, hey. In 4 Stunden geht sein Rückflug nach Deutschland. Zeit zum Durchatmen. Vorausgesetzt, das Telefon klingelt nicht gleich wieder.